Ayo, was geht, Freunde? Icam Staffel, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Getaway. Das letzte, was wir stehen geblieben, weiter geht's. Wir sind jetzt hier immer noch am Start mit, Warum kann ich auf sie zielen, Digga? Einen schnellen Wagen. Mann, was zum Teufel machst du da? Mensch, beeil dich! Ja gut, schnell. Ist okay, sieht aus wie ein Jaguar. So, perfekt. Okay, alles klar. Da sind wir jetzt hier in der Karre. Dann gehen wir hier die nächste rechts. Auf ganz entspannter Basis. Oh, und da kommen schon direkt die Bullen. Ich fick euch doch, ihr Bastarde. Meine Fresse. Ich gebe mein Bestes, ihr Salome. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß gar nicht, was für ein Bestes ich gebe hier. So, weg mit euch, ihr Ficker. So. Ah, bitte. So. Warte. Oh, Digga, mein Handgelenk. Wahrscheinlich fick dich. Bist gar nicht so schlimm, wenn du tust, weißt du was? Ich tu das für mich, Mark. Bild dir bloß nichts darauf ein. Ich tu niemandem einen Gefallen. Ich glaube, langsam mögen die sich. Du willst dich zugeben, aber die mögen sich. Was Schönes auf jeden Fall. So, dann hier links. Shit. Ja, dumme Hurensöhne. So. Genau, weg damit. Oh mein Gott, ihr Bastarde. Wallah, ihr Bastarde. Ich kann es vergessen. Warte. Da kommen sie. Ganz hoch. Ich halte sie auf. So, okay. Nochmal. Komm rein, Schwester. Halten Sie ihn um jeden Preis auf. Ich weiß nicht, ob ich sie abschütteln kann. Frank schnappt sich Jake und Charlie. Wir müssen die Bullen abschütteln, Hammond. Die sind hinter uns. Hammond, er ist es. Das ist unser Glückstag. Allahu Akbar, Alter. Die Hunde. Geh doch weg, Digga, bist du dumm? Ah, Gesundheit. Willst du deinen Sohn wiedersehen, oder was? Ja, natürlich, ich gebe ihm mein Bestes, Schwester. Alter, meine Fresse. Ja, die sind hinter uns. Die sind hartnäckig. Ach, diese Bullen, Digga. Mann, verpiss dich, du Hurensohn. Warte, ich sollte lieber einfach mal ein Safe State setzen. Einfach zur Vorsicht. Einfach zur Vorsicht, verpiss dich, weil ich keinen Bock habe, alles nochmal neu zu fahren. Warte. Der Jeep. Range Rover. So. Die sehen nicht glücklich aus. Warte, hier links? Okay, rechts.
Geradeaus, perfekt. Ja, wenn sie meinte, wir sind gleich da, dann müssen wir auch gleich da sein. Hoffe ich. Und wieder die Bullen. Warum aber nur immer noch weibliche Yasalim? Was ist das? Oh, Digga, was ist das hier für die Straße? Das war knapp. Okay, hier rechts, alles klar. Geh weg. Mein Gott, wie die Nerven. Wirklich, die Nerven so sehr, dass ich das... Dass ich dir das nicht in Worte beschreiben kann, wie sehr die Nerven. Jasmine, hallo. Steig doch ein, Yasalim, bitte. So, okay. Nächste links. Digga, die Reifen, jedes Mal die Reifen, ne? Jedes Mal die Reifen. Guck dir das an. Okay, warte, falsch. Ich hoffe wirklich, wir sind fast da, Digga. Warte mal, nochmal ein Safe State setzen, ganz wichtig. Falls das passiert, einfach sicherheitshalber. Das dauert ja ewig. Ja, was soll ich machen? Sorry. Das ist ja wirklich, das ist ja. Guck dir das an, wie ekelhaft das ist. Guck dir, Digga, es ist. Guck dir das an. Guck dir das an, das ist. Es geht gar nicht. Oh mein Gott, Digga, wirklich, das Autofahren hier in der Game ist so schwul. Es fühlt sich an wie so ein Fremdkörper, Alter. Stopp, wir wenden Gewalt an! Raus aus dem Auto! Jasmine, wir müssen los! So, Alter, ihr Drecksbullen. Ja, Drecksbullen. Charlies Jungs sind an uns dran. Gib Gas. Digga, wo ist dieses scheiß Ziel denn, Digga? Wie lange muss ich denn fahren, Digga? Wie groß ist dieses Land denn hier? Das ist hier... Wir wollen abschütteln, Hammond. Die sind hinter uns. Stoppen Sie den Wagen. Fahren Sie an den Straßenrand. Links oder rechts? Okay. Muss geradeaus, aber... Meine Fresse, du dummer Hurensohn. Warte mal, ich muss wenden. Ich bin hier komplett falsch, glaube ich, so. Ich muss einmal wenden. Polizei, halten Sie an! Weg da!
Alter, kurz zum Kontrakt geworden hier. Ach man, verpiss dich! Weg da! Ich glaube, wir sind bald da, ich habe das Gefühl, wir sind bald da. Ja, guck mal hier. Was denn jetzt? Links oder rechts? Achso, weiter links, okay. Und wie sieht's aus jetzt, die nächste links? Hinter dieser Werft muss es sein. Nimm die nächste Abfahrt. Polizei, halten Sie an! Warte mal. Hier oder was? Ist es hier? Zu Fuß wird das nichts. Ist es hier? Der Verdächtige hat eine Waffe. Wir like Data. Der Verdächtige ist zu Fuß. Scheiß Cops, Digga. Verstanden, ETA. Eine Minute. Feuern, wenn nötig. Worauf wartest du noch? Lass uns abhauen. Das ist Digga. Kein Spiel, Hammond. Ich hab keine Ahnung, wo zum Teufel mich das Spiel hinschickt. Also wirklich gar kein Plan. Das ist so etwas Komisches hier. Es ist wirklich beängstigend schon was. Digga, eine Karte hätte dem, hätte dem Spiel, sag ich dir ehrlich, die Karte hätte dem Spiel echt nicht schlecht getan. Wäre viel einfacher geworden, sich hier zu orientieren. So, Digga, ist es halt. Es ist halt sehr, sehr, sehr ätzend, so sich zu orientieren, Digga. Es ist sehr ätzend. Das, weil man sich halt so oft verfährt einfach, Digga. Guck mal, er sagt so, fahr nach links, aber wo nach links, Bro? Hier ist nichts links. Weißt du, ich meine, das ist so weird. Großartig, sie sind weg. Was soll ich jetzt hier, was, guck dir das an, was ist das hier für eine dumme Scheiße? Jetzt bin ich hier irgendwo in einer Sackgasse, Digga, jetzt kann ich nicht mehr rauskommen, oder was? Ja, toll, Alter. Jetzt kann ich erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Weil ich hier, wie es aussieht, komplett falsch bin, Digga. Aber weißt du was, Digga? Ich drücke einfach F2. Ich drücke einfach F2, Digga. Komm doch rüber. Hier rechts geht's nicht rein, Digga. Auch nicht. Hier rechts auch nicht. Das meine ich, das ist halt so. Wenn du es nicht weißt, Digga, du musst dich ja darauf verlassen. Das ist so unglaublich ätzend. Es ist halt so ätzend, ohne Karte, das ist so ätzend hier. Ich glaube, die haben im zweiten Teil eine Karte eingebaut, Gott sei Dank, Digga. Weil es ist halt wirklich, es ist so ekelhaft, sich hier zu orientieren, es ist so ekelhaft. Es ist ganz, ganz, ganz ekelhaft, leider. Aber mir macht so wenig Spaß, in der Stadt rumzufahren, so weil du halt wirklich gar keinen Plan hast. Gar keinen Plan hast. Die Stadt hat dich kennst, du weißt nicht, wo irgendwelche Kreuzungen sind, du weißt nicht, wo irgendwelche Straßen sind. Du kannst dich halt wirklich nur auf diese Scheiße verlassen, Digga. Es ist halt wirklich, es ist nicht wirklich Spaß, ich muss ehrlich sagen. Hätten die echt viel besser machen können. Das haben die im zweiten Teil besser gemacht. Das ist, im ersten, das ist Bullshit. Also wer da gesagt hat, ey, lass das so und so machen, das ist kompletter Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn, was sie da gemacht haben. Kompletter Schwachsinn, von vorne bis unten, absolut, absolut hirnfrei.
seid solche, wirklich, ihr seid solche dreckigen. Ihr seid so schäbige. Entschuldige. Oh nein, das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Warte, warte. So, okay, Jungs, das ist so dumm. Wir sind komplett richtig. Also, wir waren schon vorher richtig, wir sind hier auch richtig. Und zwar, die Scheiße ist hier hinten. Die Scheiße ist hier hinten, nur weil wir da halt nicht reinkommen, ne? Müssen wir halt hier so rüber und dann auf die andere Seite. Aber, voila, wir sind richtig. Mensch, beeil dich. Aber ich hab's halt nicht gepeilt, Digga, weil... Mann, was zum Teufel machst du da? Ja, Mensch, hat mir das gesagt. Beeil dich. Das ist ja so viel Falschinformation hier, und zwar hier rechts. So, wir sind hier. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Hier sind wir vollkommen richtig, Digga. Ich glaube, allein beim Fahren verliere ich die meiste Zeit. Sonst würde das viel schneller gehen. Aber beim Fahren durch die Stadt war das halt so unglaublich unübersichtlich. Ist da, glaube ich, verliere ich mit Abstand die meiste Zeit. 100%. Das, was die in 3 Minuten schaffen kann, die mache ich in 15 Minuten. So, das zieht sich dann natürlich extrem. Da brauche ich ja für einen 4-Stunden-Durchlauf brauche ich dann 6 bis 7 Stunden. Was aber auch nicht so schlimm ist, aber allein so, das ist halt echt nicht gut gemacht. Also, das Spiel ist zwar cool, es hat eine geile Story, aber von dem Gameplay her, von den Mechaniken, da ist halt sehr, sehr, sehr viel Blödsinn. Da ist sehr, sehr viel schief gelaufen. Was halt einfach nicht funktioniert und was halt auch den Spielspaß meiner Meinung nach stark runterzieht. Die Qualität der Texturen von der PS2 sind ja gut. Der Speicher ist halt auch relativ scheiße, wenn wir ehrlich sind. Dementsprechend sehen die ganzen Games halt auch nicht so gut aus, aber jetzt von Texturen, ja. Ich warte, wohin jetzt? Wo ist Jason? Wo ist hier? Gibt es hier irgendwo eine Tür oder so? Oder bin ich dumm? Hä? Wo ist die Alte denn hin? Hallo? Bro, Bro, what the fuck? Digga, der ist in so einem scheiß Raum reingelaufen, Digga. Charlie gehört mir. Ich muss ihn mir schnappen, bevor es jemand anders tut. Okay, Jasmine. Ich werde jetzt Alex suchen. Ja, ja. Wir suchen Alexovic. Hoffen wir, dass wir ihn finden. So schnell wie möglich. Hey, Minion. Warte, lass dich mal kurz einen Schluck trinken, Digga. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal getrunken. Habe ich mich ja auch kurz ausgeruht hier. An der Wand gelehnt, Alter, mein Eistee. So, warte mal. Jetzt sind zwei Erste-Hilfe-Kits, aber hier ist auf jeden Fall nichts. Also der Junge ist hier auf jeden Fall nicht drin, so viel kann ich dir schon mal sagen. Okay, dann gehen wir mal nach unten gucken. Die Modellierung der Waffe ist aber auch richtig schäbig, Alter. Das ist auch so richtig schäbig. Wo ist der Junge? Wo könnte er sein? Vielleicht unten im Keller. Gewölbe. Wo sie am meisten sind. Ganz tief unten. Könnt ihr ja mal testen. Was machst du denn?
bin ich. Willst du mich verarschen, Alter? Der läuft da wirklich wie so eine fucking Schnecke, Digga. Los, willst du noch mehr? Dankeschön. So ein bisschen an die Wand gehen. Ich tu mich jetzt auch kurz an die Wand lehnen. Mit meinem Eistee. So. Ich warte, bis alle schlafen gehen, Digga, dann mach ich mir noch ein schönes Käppchen auf. Ganz gediegen, eventuell. Hab bevor ihr in The Getaway zu Ende guckt. Ja, mal gucken, vielleicht zieh ich mir nachher noch einen Film rein. Hätte ich Bock auf ein Wohnzimmer oder so, Alter. Machen wir was zu essen. So einen kleinen Abendsnack, dann zieh ich mir einen Film rein. Vergiss ihn, ist doch egal. Ich nehme mir alle Hammonds vor. Mit dem hier fährt das Bild. Ja, als ob wir hier wirklich nur so drei Waffen haben, Alter. AK, eine Pistole. Ah, wie ist das? Ich meine, ist ja nicht schlimm so, weißt du? Ich meine, jetzt 100.000 Waffen brauchst du jetzt nicht, aber trotzdem, es wäre schon nicht schlecht gewesen, hätte man so ein paar mehr Waffen gehabt. So. Perfekt. Guck mal, da oben ein Schild, AK. So, wo könnte der Junge sein? Ist er nicht, dass die Tür ist zu? Geht's hier vorne weiter? Nee, hier sind nur irgendwelche Fässer. Ich hab das Gefühl, dass die Gegner einfach manchmal so einfach so respawnen, Digga. Bro, hast du auch mal Bock irgendwie zu sterben oder so? Kann das sein, oder? Die AK ist ja so fucking unpräzise, dass die abnormal. Das sind echt die besten Waffen im Spiel, so. Die kommen von links. Das bedeutet, wir müssen hier lang. Mit Pistole kannst du easy zielen, Digga, aber hier mit den Pistolen, Digga, kannst du Penis kneten, Alter. Alles klar, warte mal. Er gehört dir. Kurz mal nachladen. Für dich, beziehungsweise absaven. Ich muss da irgendwie höher, Digga. So. Oh shit. Von wem redest du, Harry? Susie? Pick dich und pick Charlie. Ist das der Hurensohn? Snipe oder so, wenn nicht schlecht. Warte mal. Lass mal so kurz hier auf Seite gehen. Ich wollte doch nur auf die Seite, Herr Selimir. Ja, wirklich die Präzision von der AK, das ist ja grottig. Wir kommen dich holen, Hammond. Lass mich doch kurz, Digga. Lass mich doch ganz kurz hier. Ganz kurz mal hier chillen hier. Was ist los hier? Ganz kurz.
Amma nakodum. Kann man aber so eine wichtige Mechanik so dämlich einbauen, das ist... Und dass man das halt auch nicht einmal erklärt in einem Nebensatz, weißt du, ich meine so? Ey, yo, wenn du dich an der Wand lehnst, einfach so, ohne was zu machen, kannst du dich heilen. Sodass du erst, Es ist aus, Harry. Let's go, du Hurensohn. Let's fucking go. Gott sei Dank bist du okay. Charlies Bombe. Mit dem Ding könnte man halb London in die Luft jagen. Da warte ich dich, Dad! Keine Sorge, die Bombe ist nicht scharf. Aber ich wüsste sehr gern, wer die Zünder hat. Warum hast du eigentlich so lange gebraucht? Harry. Er ist gerade auf dem Weg zu seinem Schöpfer. Iber, aus dem miesen, geilen Bock geht es ähnlich. Was ist mit Charlie und Jake? Um diesen kranken Jake müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Die Bombe ist hier. Im Gemetzel haben sie vergessen, sie zu zünden. Das kann noch passieren. Wo ist der Fernzünder? In diesem Schrotthaufen ist kein Zünder. Und wo verdammt ist Charlie? Scheiß drauf. Du hast ein Kind. Wir sind alle noch am Leben. Lass uns doch verdammt nochmal abhauen. Das reicht dir vielleicht, aber es ist Zeit, dass London ohne die Jolsons klarkommt. Er ist hier drüben, wenn du ihn willst, Bulle. Lass das Ding fallen. Du auch, Psycho. Gut. Sieht so aus, als hätten wir unsere Probleme endlich alle unter einem Dach versammelt. Der Fettsack arrangiert ein Treffen. Es wird ohne Waffen abgehalten, sagt er. Und kaum haben wir uns hingesetzt, wird hier überall rumgeballert, verdammt. Also... Jetzt glauben wir doch wirklich, dass uns der Fettsack ein wenig gelingt hat. Vor allem in Anbetracht des ganzen Ärgers, den wir jetzt mit diesem verdammten Amokläufer gehabt haben. Und dann finden wir unseren Mann hier, wie er gerade versucht, von Bord zu schleichen. Wir kommen hier runter und es sieht aus wie in einem verfickten Schlachthaus. Ja. War doch gut, meine Jungs mitzubringen. Irgendjemand sollte mir ganz schnell sagen, was für eine Scheiße hier abgeht. Oder es wird hier noch ein paar rote Flecken mehr auf diesem verschissenen Kahn geben. Ich kann's erklären, Nick. Ich kann alles erklären. Scheiße, verdammt. Erklär's mir, Bastard! Ich hoffe für dich, dass du's kannst, du Arschloch. Hier sind nämlich verdammt viele Leute, die gern mal ein paar Wörter mit dir reden würden, mein Junge. Nick, lass ihn reden, Mann. Lass uns rausfinden, was zum Teufel hier los ist. Ich sollte dich töten, Mann. Und ich würde verdammt gern tun. Du hast mir eine Menge Kummer gemacht, Mark Hammond. Nick, komm schon, Mann. Lass ihn ausreden. Hören wir, was er zu sagen hat. Du willst ja nicht im Ernst auf diesen durchgeknallten National Front Fixer hören. Was habe ich gesagt? Ich habe dieses Treffen arrangiert, um den Mann auszuliefern, der euch den ganzen Ärger gemacht hat. Er hat euch böse mitgespielt. Er hat deine Männer umgebracht, Collins. Und hier ist er auf dem scheiß Silbertablett serviert, wie versprochen. Halt's Maul, Fettsack. Du hast mir versprochen, die Situation wäre cool. Keine schweren Jungs. Der Kahn war voll von deinen Leuten, Mann. Du wolltest uns den Ehren geben. Aber wir müssen erst hier runterkommen und ihn selbst suchen. Ich glaube, Mann, die beste Lösung wäre, wenn wir dich jetzt ausknipsen. Was sagst du, China, Mann? Satzukul. Mr. Bobby Lee stimmt zu. Töte den jetzt. Seid ihr denn alle blind? Seht ihr nicht, was hier los ist, verdammt nochmal? Lass den Jungen gehen, Nick. Ich nehm's, wie's kommt. Er hat keine Schuld. Lass ihn und die Frau gehen. Es ging von Anfang an nur um den Jungen. Hört mir doch zu. Ich höre. Er hat Susie getötet. Auf der Straße, direkt vor meinem Haus. Er hat Alex entführt und mich gezwungen, Jobs in der ganzen Stadt zu erledigen. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, warum er als Ziel abwechselnd euch... Dann euch und dann euch gewählt hat. Ich war's. Ich geb's zu und akzeptiere euer Urteil.
Aber ich habe meinen Jungen beschützt. Und er hat eine Chance verdient, oder? Fahre fort. Das ist überaus interessant. Er hat uns alle wie Schachfiguren ausgespielt. Mich auf euch gehetzt und zugeschaut, wie ihr euch alle gegenseitig zerfleischt habt. Er hat sich zurückgelehnt und seine beschissene, fette Zigarre geraucht. Oh komm, fehlen nur noch die verfickten Violinen. Du brichst mir das Herz. Er hat seine Frau umgebracht über diesen Wichser. Doch nicht so. Ich habe sein Kind aus Respekt vor Susi bei mir aufgenommen. Der Typ ist doch total durchgeknallt. Warum glaubt ihr, dass er euch alle hergebracht hat? Um euch Mark Hammond zu geben? Irgendwann hätte ihn schon jemand erwischt, völlig klar. Entweder ihr Jungs oder die Polizei. Wer glaubt, ihr profitiert am meisten von dieser ganzen Scheiße? Wer hätte euch am liebsten alle aus dem Weg, damit alles so ist wie in den guten alten Zeiten? Und wer wäre wohl krank genug, hier eine Bombe zu legen, die halbe Stadt in die Luft jagt, nur um sicherzugehen, dass er keine Rivalen mehr hat? Oh, so sieht's aus, Fettsack. Du ziehst die alten Zeiten ohne Konkurrenz vor. Du sagst, du willst uns mit unseren Problemen helfen. Aber du hast uns die ganze Zeit nur verarscht, Mann. Willst du damit die ganze Stadt hochjagen? Du bist ein scheiß Auslaufmodell, Charlie. Das ist das neue Jahrtausend. Wir machen mehr Geld mit Pornos im Internet, als du jemals mit Schutzgeld in Soho gekriegt hast. London ist verdammt international. Schon immer gewesen. Nur Leute wie du wollen das einfach nicht kapieren. Mein Freund, du bist wie ein schlechter Nachgeschmack aus einer anderen Zeit. Einer Zeit, die bald vorbei sein wird. Ich lass dich gehen, Mark. Dich, sie und dein Jungen. Gut. Ich weiß was und warum du es gemacht hast. Aber dadurch wird's nicht richtig. Wegen dir habe ich ein paar gute Jungs verloren. Jungs, die mir sehr fehlen werden. Also, ich lass dich gehen. Aber hau ab aus London. Und zwar heute Nacht. Lass dich niemals wieder in dieser Scheißstadt sehen. Hast du mich verstanden? Sie haben nur für sich gesprochen, Mr. Collins. Dieser Mann hat viele Männer getötet. Er hat unseren Geschäften sehr geschadet. Ich bitte Sie um diesen Gefallen, Mr. Lee. Er hat es für seinen Sohn gemacht und das hätte ich auch. Wir sind bereit, diesem Wunsch zu entsprechen und werden Sie zu gegebener Zeit ebenfalls um einen Gefallen bitten. Und hast du vor, mir Probleme zu machen? Dieser Junge hat meine Leute getötet und mein Geld gestohlen. Also bin ich nicht gerade glücklich, dass er noch am Leben ist. Ich will nicht, dass jemand meint, er könnte so mit mir abgehen und noch Freiheiten kriegen. Allerdings, im Sinne der Völkerverständigung komme ich schon darüber hinweg, ihn und seinen kleinen Sohn nicht zu töten. Los jetzt! Gut. Also, du hast gehört, Hammond. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst. Und lass dich in dieser Stadt nie wieder blicken. Hast du das verstanden? Also, jetzt beschäftigen wir uns mit seiner Lordschaft hier. Ich werde dich vermissen, mein Großer. Aber was immer du machst, nicht weinen. Ich glaube kaum, dass du hier viel Mitgefühl bekommst. Was läuft mit dem Bullen, Nick? Er hat mit offenen Karten gespielt. Halt's Maul, Mark. Du forderst dein Glück zu sehr raus. Ich lass dich wegen Susi laufen. Aber für die Bullen werde ich nicht weich. Es geht nicht, dass die Wichser meine Geschäfte kennen. Okay, nice. Also, wir haben jetzt sozusagen die 12 Missionen mit Hammond gemacht. Und jetzt gehen wir sozusagen, switchen wir den Charakter und machen weiter sozusagen mit dem Polizisten.
Interesting, Alter. Spiel speichern, ja bitte. Ja, genau. Und weiter geht's. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Alter. Ach so, warte mal. Spazierfahrt. Oder nee, warte, ist das Spiel durch? Warte mal. Ah, so geht das, okay. Ich kann es hier starten. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir rein mit DC Carter sozusagen und machen weiter, meine Freunde. Das zocken wir natürlich auch noch durch. Da habe ich richtig Bock drauf. Warte mal. Jetzt wird's interessant. Das ist Eyebrows. Und was macht Eyebrows in einem ihrer Discount-Bordelle? Hm? Los jetzt, er gehört uns. Warte, Frank. Wo Eyebrows sich aufhält, ist sein verrückter Boss nicht weit. Schau dir das mal an. Was zur Hölle? Na, mein hübsches Kind. Es ist nur Crazy Jake Jolson. Oscar Sierra von D.I. Fielding. Bitte einen Jake Jolson überprüfen. Kaukasisch männlich, 30 Jahre, muskulöse Statur, kurzgeschnittene Haare. Trägt einen dunklen Mantel und schwarze Hosen. Zuletzt gesehen Fawcett Street, Ecke Hirabee Street. Nur mit Vorsicht nähern. Könnte bewaffnet sein. Ende. Okay, jetzt aber los. Und die Verstärkung? Du kannst warten, wenn du willst. Ich gehe jetzt da rein. Okay. So. Okay. Okay, okay. Komm, diese Mission machen wir noch. Dann müssten wir die, den Zeitpunkt auch erreicht haben. So, jetzt sind wir sozusagen der Bulle. Als letzter rein, als und spielen sozusagen jetzt eine ja, zweite Kampagne. Was ziemlich geil ist, da bin ich gespannt, wie die verläuft, Digga, hab ich sehr Bock drauf. Mittlere Treppe, du die linke. Eine Razzia! Sag meiner Frau nichts davon! Warte mal, welche Treppe meinst du? Von hier aus geht's nur nach oben! Scheiße. Okay, interessant, Digga. Gibt's einen geilen Charakter-Switch? Warte mal. Entschuldigung. Sollte man als Bulle lieber nicht machen. Als ging es das, ist egal, aber als Bulle. Welche Treppe muss ich hier nehmen, Digga? Was soll denn das? Was ist das für eine Scheiße? Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Wo geht's hier weiter? Was ist das für eine Scheiße hier? Wo geht's hier weiter? Komm und hol's dir! Hilfe! Na, Schwester? Digga, wer würde hier eine Nutte bumsen? Das ist, da würde ich ja nicht mal hochkriegen, oder selbst wenn du mir 20 Viagra-Tabletten gibst. Ja, das erinnert mich fast an Dreharbeiten von der Serbian Film, Alter. Ein Do-Hund. Oh nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Scheiße, ich hätte speichern müssen. Ich hätte speichern müssen, Scheiße. Scheiße, ich hätte speichern müssen. Ja, Shotgun musst du aufpassen, der bist du One-Shot tot, Alter. Ich geb dir einen Vorsprung. Kannst du nicht mehr, Carter. Gut, Joe, ich geb dir Deckung. Frank, links, wir nehmen sie in die Zange. Eine Razzia, sag meiner Frau nichts davon. Ja, jetzt hab ich's verstanden, hier links. Warte. Speichern jetzt. Oh, fetter Huchen so da oben, ja, Selemi.
Scheiß Shotgun-Spieler. Digga, was? Mann, die Mädchen scheinen hier richtig hart zu arbeiten. Oh mein Gott, das ist der kranke Scheiße, Digga. Kommt die her, um zu bomsen. Ja, tschüss. Ja, Selemi. Warte, kurz mal hier abchillen. Kurz mal abchillen als Kater, Junge. Dann tue ich kurz auch hier mit der Eisflasche abchillen. Siehst du, wie die Blutflecken langsam immer mehr verschwinden? Siehst du das? Das ging immer mehr zurück. So, jetzt sind wir wieder voll. 100%. Gesundheit, du. Hallo? Hier ist keiner. Hey, Paul! Nicht schießen, bitte nicht! Ich werde nicht schießen. Geiler Typ, Mann. Wo lang jetzt? Digga, was ist das für eine Scheiße? Wo lang her, Selemi? Hier links vielleicht? Ja, guck mal, hier hoch wahrscheinlich. Nee. Hä? Digga, was? Bro, what the fuck? Was ist eigentlich hier überhaupt meine Aufgabe? Weiß ich das? Ich glaube nicht. Okay, hier ist, glaube ich, gar nichts mehr. Hier ist alles gesichert. Hier ist auch nichts mehr. Hallo? Was ist das hier? Digga, es ist so fucking weird hier, ne? Aber wie die Kamera nicht so schäbig. Okay, warte mal, hier ist gar nichts mehr. Dann lass mich mal wieder hier nach vorne rechts. Genau, hier ist die Scheiße. Hallo, Kamera. Hier ist auch gar nichts. Okay, hier ist wirklich, imagine, nichts mehr. Kamera, hallo. Oh, die Kamera, Digga. Ist nichts mehr. Digga, was muss ich denn machen? Na, mein hübsches Kind. Es ist nur machen Sie Jake den Puff Ding fest, okay. Ich muss diesen Hurensohn finden. Okay, wo ist dieser Bastard? Ich würde es sehr gerne machen, wenn ich wüsste, wo er ist. Hier drin vielleicht, hallo? Ne. Hier drin? Er ist gar nichts. Da kommst du gar nicht hoch, Digga, selbst wenn du es wollen würdest. Meine Fresse. Ist hier was? Nein, das sind irgendwelche Mädchen. Ich laufe halt hier die gesamten gleichen Wege, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Da läuft nix. Guck dir das an. Digga, was für eine behinderte Scheiße. Ach, gehen wir nochmal nach oben, gucken uns da nochmal um. Vielleicht haben wir da irgendwas verpasst. Nee, es ist nicht. Hallo, Steuerung. Es ist nicht geplant, dass wir hier hoch können. Warte, ich. Oh Gott, ich weiß wie.
Das kriegst du aber, Digga, das ist... Bist du das Pals, Alter, im ersten Moment. Das ist auch so eine Sache. Ich mag den Soundtrack, das ist cool. Stimmig. Das ist Flying Squad Training, Alter. Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Sag mir, wo Jolson ist. Game over für dich, Cowboy. Mist! Meine Fresse, dann halt so. Alter, das ist... Digga, wirklich, also ohne Spaß. Wie dumm kann man sein? Ziel oder verpiss dich, du Hundesohn. Oh, Digga, die Steuerung. Es ist wirklich, ohne Witz, die Steuerung ist so bad in dem Game. Es ist so crazy shit, Digga. Die Steuerung ist so bad, das ist... Guck, jetzt bleibt er hängen. Oh mein Gott. Wo ist er denn? Zu dumm. Ja, kriegst du echt Nasenblut, ich schwöre, kriegst du echt Nasenblut mit der Steuerung. Die Steuerung ist so AIDS, das ist brutal, Digga. Ich bin nicht wahnsinnig, was ist das für eine Scheiße? Achso, jetzt, okay, das ist Nachträger. Wo ist Jake? Mist, leer! Das sind immer dieselben Waffen, Digga. Jake, du fetter Hurensohn, und so, wo bist du? Komm schon, Joe, du schaffst das. Diesen Fleck kriege ich nie mehr raus. Hinterher, mach dir keine Sorgen, schnapp ihn dir. Los, oben. So, kurz mal absaven. So, jetzt. Jake, du Maniac, wo bist du? Hallo. Aus dem Weg, Carter, überlass es den Profis. Okay, schieß mal hier, Kollegen, ich halte mich kurz. Zurücktreten, Carter. Das ist unser Job. Sicher? Vorwärts. So. Bullen ausgesucht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist hier noch jemand? Nein. Wo zum Teufel sind sie? Es geht, Jungs. Da vorne. Wallah, Idioten. Wallah, ihr Dummbätze. Richtige Bottkinder. Carter, du schwule Sau. Komm, Frankie, zeig, was du drauf hast. Carter, du schwule Sau, Digga. Carter, du solltest mal nachsehen, wie es deinem Freund geht. Den hab ich... Du wanderst wieder in den Knast, Jake. Verpiss dich, du Kelp. Genau so, nicht anders. Das ist eine Drecksbude, Alter. Meine Fresse. Da bin ich, dass ich speichern kann. Okay, warte. Detective Fielding wurde angeschossen. Sagt schon mal Bescheid, ich bin auf dem Weg. Nimm die Marylebone Road. Ich lasse sie für euch sperren. Okay. Das Gute ist, weil wir Bulle sind, sind die...
Warte. Hey, Kenner! So, machen wir mal so den hier. Perfekt. So. Pass auf McCormick auf, Frank. Er hat dich im Visier. McCormick, was kümmert den schon? Er sitzt auf seinem hohen Ross und schert sich einen Scheiß um mich. Dann ja, Hunde. So. Ja, Selemi. Ganz schnell ins Krankenhaus hier. Rechts, ne? Da, wir sind da. Hey, Penner! Wir sind da, du hast es geschafft, Joe. So. Perfekt, geil. Speichern, let's go. Ja, genau. Speichern. Ja, schön. Carter! Schon wieder! Sorgen Sie dafür, dass der Typ nichts mit der Vernehmung zu tun hat. Ich will, dass Jake und Sie, Carter, Informationen über Jamals letzte Lieferung an der Themse zukommen lassen. Schicken Sie da raus! In Richtung St. Saviors! Bloß keine Panik, Mann. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich muss auflegen. Er ist hier. Was gibt's, Chief? Ja, Carter, kommen Sie rein. Ist Jolson zur Vernehmung bereit? Ja, er wartet im Vernehmungszimmer. Ich lasse ihn etwas schmoren, bevor ich ihn mir zur Brust nehme. Das wird nicht nötig sein, Carter. Ich leite die Vernehmung. Wie bitte? Was haben Sie vor? Das ist mein Fall. Er hat Joe niedergeschossen. Ich werde mich nicht zurücklegen. Hey, Carter, seien Sie still. Sie sind zu nah dran an der Sache und das wissen Sie. Scheiße, das ist mein Fall. Keine Widerrede mehr. Ich bin der Scheißboss hier. Haben wir uns verstanden? Ja, Chief, das haben wir. Und jetzt raus hier. Auf der Straße erzählt man, dass Jamals Yadis eine große Lieferung Koks auf den Markt bringen. Besser du sagst mir was, Jolson, wenn du nicht lebenslänglich willst. Du weißt, was passiert, wenn der Officer stirbt. Ach, warum sollte ich dir irgendwas geben, Bulle? Du weißt doch, wie es läuft, Jake. Du warst doch dein halbes Leben im Gefängnis. Die Richter mögen es, wenn man Reue zeigt. Ich sag dir, was passiert, Copkiller. Sie werden dich zu den ganzen anderen Schwachsinnigen nach Broadmoor bringen. Und dort kennt jeder Crazy Jake Jolson. Ich bin nicht krank, kapiert? Sie werden dich so vollpumpen, dass dir der Sabber aufs Hemd läuft. Und jeder Pfleger, der ein bisschen drauf abwehrt, wird dir sein Ding hinten reinschieben. Moment. Ich kann euch nützlich sein. Was kümmern mich die Speerwerfer? Es ist ein Depot. Östlich der Tower Bridge. In St. Saviors. Das ist alles, was ich weiß. Geht das vielleicht auch genauer? Soll ich dir jetzt vielleicht aufmalen? Was weiß ich denn? Verstehe ich etwa die Buschtrommeln? Was willst du denn noch, Drecksbulle? Wild. Wild. Okay, jetzt bin ich gespannt, was wir machen müssen. Oh mein Gott, Alter. Okay, jetzt sind wir sozusagen Dings. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen aber hier die nächste Mission in der nächsten Folge und schauen uns das restliche Spiel in den nächsten Folgen an. Ich glaube, so 3-4 Folgen werden es auf jeden Fall sein. Wir sind so jetzt ungefähr bei der Hälfte angelangt. Wir sehen uns dann. Bis dann, checkt die Beats auf die Zwiebeln und haut rein.